Hier in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie unter Ihrem Mac Ihren Schreibtisch aufräumen können. Haben Sie beispielsweise mehrere Ordner, Dateien und Verknüpfungen auf Ihrem Schreibtisch angelegt, ist es durchaus sinnvoll, dort eine gewisse Ordnung oder besser gesagt Anordnung herzustellen. Hierzu gehen Sie folgendermaßen vor. Drücken Sie die Steuerung-Taste und klicken auf irgendeine freie Stelle auf Ihrem Desktop. Nun haben Sie die Wahl zwischen den Einträgen Aufräumen, Aufräumen nach und Sortieren nach. Wählen Sie den ersten Eintrag Aufräumen. Daraufhin werden, wie Sie sehen können, Ihre Elemente auf dem Desktop am Raster ausgerichtet. Deshalb ist die Ausführung des Befehls Sortieren nach am Raster ausrichten auch ohne Wirkung. Sie können nun aber, wenn Sie eine der beiden letzten Optionen Aufräumen nach oder Sortieren nach wählen, nach bestimmten Kriterien sortieren. Wählen Sie im Beispiel Sortieren nach und dann den Befehl Name, werden die Symbole auf dem Desktop auf diese Weise dargestellt. Probieren Sie ruhig auch einmal die anderen Einträge, also Befehle, aus. Hier im Beispiel zeige ich Ihnen aber lediglich noch die Sortiermöglichkeit nach Art. Erstellen Sie nun zum Beispiel einen Ordner auf Ihrem Schreibtisch und benennen Sie diesen, wird dieser nahtlos in die Sortierung eingeordnet. Über das Kontextmenü haben Sie des Weiteren die Möglichkeit, sich Informationen über den Ordner Schreibtisch anzeigen zu lassen. Wollen Sie beispielsweise die Größe, die der Ordner auf Ihrer Festplatte einnimmt, wissen, dann können Sie dies auf diese Weise sehr schnell in Erfahrung bringen. Oben sehen Sie zudem auch das Datum, wo in diesem Ordner zuletzt Änderungen vorgenommen wurden. Auch den Speicherort, das Erstelldatum und das Änderungsdatum lässt sich weiter unten sehr schnell ablesen. In der Rubrik Weitere Informationen lässt sich auch das Datum ablesen, wann dieser Ordner zuallererst geöffnet wurde. Schließlich sehen Sie unten noch die Rubriken Vorschau und die Freigabe- und Zugriffsrechte. Ganz unten im Fenster können Sie über das Plus bzw. Minus und dem Zahnrad- und Schlosssymbol die exakten Zugriffsrechte wesentlich genauer modifizieren. Dies soll aber Thema eines späteren Videokapitels sein. Übrigens, über den Befehl Darstellungsoptionen einblenden im Kontextmenü des Desktops können Sie über den Schieberegler die Symbolgröße der einzelnen Elemente auf dem Schreibtisch verkleinern oder auch vergrößern. Auch den Gitterabstand zwischen den einzelnen Symbolen lässt sich wunschgemäß einstellen. Wenn Sie die Benennung der einzelnen Symbole nur schwer lesen können, können Sie hier auch die Textgröße verändern. Möchten Sie die Bezeichnung rechts, dann aktivieren Sie die entsprechende Option. Wenn Sie möchten, können Sie auch noch die Option Objektinfo einblenden aktiv setzen. Dann sehen Sie beispielsweise, wenn vorhanden, die Anzahl der darin enthaltenen Objekte in den entsprechenden Ordnern. Über Symbolvorschau ausblenden können Sie diese Vorschau, die Sie auf den einzelnen Elementen finden, auch deaktivieren. Dann sehen Sie im Beispiel keine Bilder mehr, sondern lediglich die Dateiart, also die Dateiendung. Schließlich können Sie noch über die Schaltfläche Sortieren nach, auch hier, wie vorhin über den Befehl Sortieren nach gezeigt, die gewünschte Sortierung einstellen.